Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video zeige ich euch mal meine E-Bike-Projekte. Ihr habt ja von mir bis jetzt immer nur Trabis gesehen. Ich beschäftige mich aber auch mit Elektrofahrrädern, sozusagen. Wenn man es dann noch Fahrräder nennen kann. Teilweise trifft das nicht mal mehr zu. Eins meiner verrücktesten Projekte ist mein Elektro-Dreirad. Fahre ich jetzt schon seit Ewigkeiten ohne Kette, also man kann gar nicht mehr treten. Das Ding hat Allrad. Sprich, ich habe in jedem Rad einen Motor drin, jeweils 1000 Watt Motorleistung, und da das ein bisschen übervoltet ist, hat das so eine Gesamtleistung von ca. 5000 Watt oder so, ja, vier, ich weiß nicht genau, also ich habe den Motor jetzt vorne getauscht, vorher hatte es auf jeden Fall 5000, ich weiß nicht, ob der ist irgendwie langsamer als der alte, genau, und der fährt jetzt deswegen ein bisschen, also hat vermutlich ein bisschen weniger Leistung, sprich, wir kommen jetzt vielleicht so auf 4000 oder 4,5. Nichtsdestotrotz geht das Ding wie Sau, fährt nicht super schnell, es geht so an die 50, aber beschleunigt wie sonst was, also das ist schon sportlich. Was es hier drauf liegt, das wird dann auch fürs nächste Projekt, und das zeige ich euch gleich als nächstes. Ne, sprich, auf jeden Fall die Karre, super geil so zum Transportieren von Lasten, ich gehe damit öfters mal einkaufen, ist natürlich nicht legal, so wie es hier steht. Also falls jemand da denkt, sowas kann man legal in Deutschland fahren, nein, darf man nicht. Ich wurde bis jetzt aber noch nie damit angehalten, geschweige denn kontrolliert oder irgendwas. Und ich fahre das schon echt länger. Muss aber auch dazu sagen, ich fahre damit keine weiten Strecken. Das ist nur so Kurzstrecke bei mir im Viertel. Genau. Hat einen richtig fetten Akku, den ich gebaut habe dafür. Mit, glaube ich, 218 650 Zellen. Das ist das grüne Teil, was man hier drin sieht. Genau, Hammer Ding. Allrad. Und ja, wenn ihr dazu mehr Videos oder wie ich das genau gemacht habe sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Ich zeige euch jetzt mal noch meine anderen E-Bike-Projekte. So, das hier ist aktuell mein Alltagsbike. Hat mich heute schön im Stich gelassen. Irgendein elektrisches Problem, vermutlich mit dem Gasgriff oder diesem Kontakt hier. Auf jeden Fall, ja, kann ich Gas geben und es fährt nicht mehr. Ist jetzt durch den Regen passiert, also irgendwie Wasserschaden vermutlich. Aber ansonsten ist das Ding ganz geil. 1000 Watt Motor hinten drin, fährt so an die 60. Und 52 Volt Akku, auch selber gebaut hier komplett mit so einem Case, was man sich kaufen kann. Ja, Kabelmanagement, null Punkte eigentlich, aber ja, dementsprechend hat es auch einen Wasserschaden bekommen. Ich weiß nicht genau, ich schätze, dass der Heilsensor durch einen wasserbedingten Kurzschluss kaputt gegangen ist. Aber mal gucken, vielleicht geht es auch morgen wieder. Dann habe ich noch mehr Projekte. Naja, sag ich mal, das ist ein aktuelles Projekt, was ich gerade aufbaue. Das wird mein neues Alltagsbike, weil ich eben noch ein bisschen bessere Parts rumliegen hatte. Mit einer Manitou-Gabel drin. Das ist allgemein ein bisschen besser ausgestattet einfach. Und ich habe jetzt aktuell von meinem alten Rahmen, also ich habe das Ding schon früher gefahren, deswegen sind die Parts auch alle gebraucht. Der alte Rahmen war bloß kaputt oder, ja, sag ich mal, nicht mehr wirklich ordentlich. Und da habe ich mir dann entschlossen, das Teil einfach komplett neu aufzubauen. Der Motor war auch kaputt dann. Und genau, das ist jetzt hier der Motor dafür. Ja, hier liegen die ganzen Teile gerade dafür drin. Darum soll es aber auch nicht in dem Video gehen. Da kann ich auch gerne ein Video zu machen, wenn ihr das wünscht, wie ich das Ganze hier gemacht habe. Aber was eigentlich viel interessanter ist, ist dann mein neues Projekt, was auch wieder ein E-Bike wird, aber bisschen eine andere Hausnummer, sag ich mal. So schaut das aus. Ist jetzt aktuell ein einfaches Downhill-Bike. Specialized BK2. Ist ja ein älteres Modell. Für mich kam auch nur ein älteres Modell in Frage, weil das hat noch die normale Aufnahme hier hinten. Und ohne die passt der Motor nicht rein. Ich denke aber, der Motor wird auch so nicht reinpassen. Also es wird ein bisschen kompliziert. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich keine zu sehr mechanische Bearbeitung an dem Rahmen machen muss. Weil es ja mehr oder minder ein bisschen schade drum ist, wenn man das irgendwann mal wieder zurückbaut. Hier auch mit den geilen D-Max-Felgen drinne. Müsste ich auch schauen, ob ich das umspeichern kann. Weil auf den, bei dem Kit, also da ist eine MTX-Felge drauf, die auch nicht schlecht ist. Aber sieht natürlich nicht so geil aus wie so eine D-Max-Felge. Also hier. Die D-Max-Felgen sind schon was Feines. Die gefallen mir so mit dem Gelb. Das macht auch optisch, finde ich, sehr viel her, das Bike. Sieht schon ganz geil aus. Ist natürlich Geschmackssache mit dem Y-Rahmen, aber ich finde eigentlich, also ich bin früher auch ein Big Hit im Downhill-Bereich gefahren, das habe ich mir jetzt einfach nur dafür gekauft, mein altes hatte ich damals verkauft, und ich denke, das ist schon ein ganz solider Kandidat, weil der halt wirklich massiv ist und da braucht man auch keine Angst haben, dass das Ding dann bei den höheren Geschwindigkeiten irgendwie wegbricht oder irgendwie anfängt zu schleudern oder was weiß ich. Das ist ja schon für höhere Geschwindigkeiten gebaut und kann das auf jeden Fall ab.
Vor allem hat man dann eben auch eine schöne Federung, was ja eben auch ein massiver Vorteil ist, wenn man bedenkt, man fährt damit so übel schnell und da kann man auch mal durch den Wald mit hacken und so weiter. So, genau. Und was kommt jetzt hier rein? Was ist in diesem Paket drin? Das muss ich jetzt hier auspacken. Und genau, das mache ich jetzt mal und zeige euch den Inhalt. So, also hier haben wir schon das allererste Problem. Es kann sein, dass die Einbaubreite von der Felge passt, aber was definitiv nicht passt, ist dann dieser Ritzelblock, weil wenn ihr seht, die Stelle, wo das dann mit dem Rahmen geklemmt wird, ist innerhalb von dieser Schale hier. Sprich, das können wir uns schon mal abschminken, das wird definitiv nicht klappen. Ja, müssen wir auf jeden Fall abmachen wieder. Genau. Und da können wir mal gucken. Also ich würde jetzt erstmal das vom Fokus runternehmen. Es gibt da eigentlich auch so welche, wo du nur einen Ritzel hast. Das reicht auch an sich aus. Man braucht beim Downhill, beim E-Bike brauchst du eigentlich keine Schaltung mehr, weil du fährst eigentlich mit reiner Motorleistung. Das Treten ist eigentlich nur noch Alibi. Vielleicht lasse ich auch gleich komplett die Kette weg. Das ist aber eigentlich immer Kacke, weil dann, wenn das Ding irgendwie mal wirklich kaputt geht oder irgendwas ist, Akku leer ist, dann stehst du risch da. Ja. Vielleicht können wir auch einfach den Radkranz ein bisschen bearbeiten. Ich weiß es nicht genau. Es ist halt schade, dass jetzt hier wirklich nur der dabei ist. Man könnte natürlich jetzt auch einfach hier Spacer dazwischen machen, sodass das hier passt. Müssen wir einfach gucken, was die Schwinge uns gibt und so uns hergibt. Ich mache es auf jeden Fall erstmal ab, um zu gucken, ob der an sich überhaupt reinpasst und wie viel Platz da ist. Und ja, da bauen wir erstmal jetzt hier das Rad aus. Los geht's. So, also das Rad sitzt jetzt drin, ich habe es immer festgeschraubt. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist wie so einen Torque-Arm, keine Ahnung, wie man es nennen will. Auf jeden Fall in dem Alurahmen direkt so viel Kraft über diese kleinen Dinge. So müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Kraft darüber fließt. Da denke ich mal, wird es mir das aufbiegen, wenn ich den ja nie irgendwie noch anderweitig verstärke. Und was macht man da in so einem Fall? Man kann sich quasi einen Stahl nehmen, hier genauso eine Aussparung machen für dieses. Prinzipiell einfach ein Langloch reinmachen, 10er Bohrungen zwischendurch ausfräsen und genau quasi das so ausbohren, den Stahl dann Stücke langlegen und hier befestigen, hatte ich ja vorhin schon erzählt, müssen wir auf jeden Fall machen, denke ich. Also ich sag mal, es wird schon relativ fest hier mit dem M16 und so sieht es jetzt auch an sich gut aus. Ja, jetzt muss ich auch noch überlegen, weil ich habe jetzt ja aktuell noch gar kein Ritzel dran. So, und eine Schaltung wäre eigentlich schon, ich sage mal, praktisch. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. An sich reicht mir auch Eingang. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt keinen Eingang-Ritzel. Das andere hätte ich da. Und wenn ich jetzt das, was ich hier gemacht habe, auf der Seite auch noch mache, sollte das auch klappen irgendwie, dass man da noch diese, ja, diese, wo auch immer die jetzt sind. Ritzelblock, hier liegt er, noch dazwischen bekommt. Ist halt wirklich das Problem, das haben die irgendwie richtig scheiße gemacht. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man das Teil irgendwie zerlegen. Ja, ich sehe gerade, das müsste sogar gehen. Kann, glaube ich, sogar einzelne Gänge runterschrauben. Das können wir mal versuchen, ob wir uns den bearbeiten können. Dann machen wir den halt auf 5 Gang und lassen uns quasi hier eigentlich nur den kleinsten oder quasi nur die 3 oder 5 quasi davon. Dann könnte es klappen. Müsste ich mal ausprobieren. Ich weiß bloß nicht genau, wie ich das anstellen soll. Prinzipiell, wenn man das auf eine Narbe draufschraubt, ist jetzt die Frage, die Ritzel kann man mit einer Kettenpeitsche eigentlich runterschrauben hier. Zumindest sieht es so aus für mich. Ja, müsste man rückwärts drehen. So wie es aussieht. Ja. Da können wir das mal versuchen, ob wir das umgebaut bekommen. Dann sägen wir uns einfach hier noch einen Teil von ab. Es ist wirklich die Frage, ob das klappt. Also das ist ein bisschen, ja, steht ein bisschen in den Sternen. Ich denke, sinnvoller ist es einfach drauf zu klatschen. Hier halt einfach dann noch dementsprechend diese zwei Scheiben dazwischen, dann könnte es auch passen. Ja. Müssen wir mal schauen, ob das so klappt. So, ich zeige euch mal den Progress. Der Motor ist jetzt drinne. Ich habe das Ganze jetzt doch nochmal anders gelöst. Ich hatte erst hier diese Arme quasi nach innen gesetzt, um nur die obere Schwinge zu verbreitern. Das war aber letztendlich alles nie wirklich machbar.
hat alles nicht richtig funktioniert. Entweder das Rad schief drin gesetzt, wenn man es auf einer Seite gemacht hat, wenn ich es auf beiden Seiten gemacht habe, war die Schwinger hier mit der Bremsscheibe im Weg, sprich, das hat nicht gepasst. Und dementsprechend habe ich jetzt eben doch einfach beide aufgebogen. Das ließ sich dann eigentlich doch ganz gut machen. Ich habe mir das dann mit so einer, ja, quasi Schraubzwinge, mit einer umgedrehten, aufgedrückt quasi, so dass ich den Motor reinbekomme. Und so passt es ganz gut. Schaltung ist drauf, Kette ist drauf. Schaltung funktioniert natürlich noch nie so richtig, weil das eben noch der 9-Fach-Hebel ist. Aber da ist ein 7-Fach-Hebel bestellt. Auf der Seite hier habe ich mir jetzt diesen quasi Arm gebaut, der das Ganze hier gegen Verdrehen sichert. Sprich, wenn jetzt hier eine hohe Last ist, könnte es halt bei einem normalen Rahmen passieren, dass sich das Ding einfach hier verdreht, den Rahmen hinten aufbiegt und das Rad dann rausfliegt. Das wollen wir eben vermeiden. Dementsprechend habe ich mir jetzt eben diesen Drehmomenthebel gemacht, der quasi das Drehmoment aufnehmen soll und damit das Ganze sichert, sodass ich das Ding nicht verabschieden kann. Das ist jetzt hier mit einer Schlauchklemme gesichert, einer ziemlich soliden. Das ist natürlich nicht die schönste Lösung, aber so funktioniert es auf jeden Fall erstmal. Vielleicht fällt mir da später mal was Besseres rein. Ich will auf jeden Fall kein Loch in den Rahmen bohren. Das, ja, senkt die Stabilität und vernichtet quasi diesen Rahmen hier. Muss nicht sein, deswegen. Wie gesagt, habe ich es jetzt eigentlich nahezu ohne Bearbeitungen geschafft. Ich musste halt bloß hier unten das ein Stück weiter auffeilen, die Aufnahme, damit der Motor quasi auch richtig drinne sitzt und dann eben auch nicht rausfliegen kann. Sprich, die Aufnahmen sind auch alle hier wie beim Original. Da brauche ich mir dann auch keine Sorgen machen, dass hier irgendwas schief geht. Ist halt bloß jetzt ein gutes Stück aufgespreizt. Werden wir sehen, wie das sich dann auf lange Sicht quasi macht. Platz ist soweit eigentlich echt in Ordnung. Es ist bei den Rädern irgendwie immer so, dass die nicht richtig zentriert sind oder, ja, keine Ahnung, nie richtig in der Mitte sitzen. Obwohl ich auf der Seite hier Spacer reingemacht habe, auf der Seite nicht, sitzt es trotzdem quasi zu weit auf der Seite. Es müsste eigentlich noch weiter hier rüber. Ist halt jetzt so, kann man die wirklich ändern. Ja, das ist so ein allgemeines Problem mit diesen Kits, die Passgenauigkeit ist immer so ein bisschen suboptimal. Man könnte jetzt versuchen, den Felgenring rüber zu zentrieren komplett. Das wäre vermutlich das Logischste, aber da das eigentlich einigermaßen stimmt, das ist natürlich, man sieht es, ne? Aber man wird es beim Fahren höchstwahrscheinlich nicht merken, dass das ein bisschen links-rechts versetzt ist. Ich hatte mal ein Pitbike, da war das noch deutlich weiter versetzt, das Rad hinten zu dem vorderen. Und es hatte trotzdem, hast du beim Fahren eigentlich gar nicht gemerkt. So. Und da merkt man diesen halben Zentimeter oder was das hier ist, definitiv nicht. Sprich, fürs Erste bleibt das so. Ich habe jetzt mal grob hier die Elektronik alles so zusammengeschlossen, wie das hier ankam. Und jetzt setze ich mir gleich mal hier zwei Akkus dran. Und dann können wir einfach mal hier, ich habe das jetzt mal aufgebockt, schauen, welche Geschwindigkeit das Ganze erreichen würde. Bergab, quasi ohne Last. Und wenn man Vollgas gibt. Das ist eben das, was ich testen will. Ob ich, das sind jetzt 236 Volt Akkus, die ich in Reihe schalte. Da komme ich auf genau 72 Volt, 20 Zellen in Reihe. Dafür ist das Kit auch ausgelegt und wir schauen einfach mal, welche Geschwindigkeit das dann erreicht. Ich hatte das mal kurzzeitig mit einem Labornetzteil und 60 Volt, weil das kann nur 60 Volt, probiert. Und da kam das Kit schon auf 70 km/h. Sprich, ich hoffe mir, dass wir mit den 72 Volt, das was jetzt eben 88 Volt ungefähr sind, also die sind jetzt beide auf ca. 40 Volt geladen, die Akkus, ungefähr die 80 bis 90 km/h erreichen. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bock das auf jeden Fall noch mal ein bisschen sicherer auf, dass mir das dann nicht um die Ohren fliegt hier. Weil wenn das Rad mit der Geschwindigkeit plötzlich auf dem Boden, kann man sich vorstellen, was passiert, weil es ist ein bisschen andere Nummer als bei so einem 1000 Watt Motor, der wiegt schon mal noch mal ein gutes Stück mehr, ist ja deutlich fetter. Und genau, da schauen wir einfach mal, was wir damit für eine Geschwindigkeit erreichen. So, ich habe das Ganze jetzt mal angeschlossen mit zwei 36 Volt Akkus in Reihe geschalten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier ca. 80 Volt anliegen, die sind beide auf 40 Volt geladen. Und ja, wir schalten das Ganze mal ein. Und ich kann euch jetzt noch mal was zeigen, was ich hier rausgefunden habe. Und zwar, wir haben hier unser normales Display und jetzt können wir hier, wenn wir mit Doppel-M klicken, kommen wir in so ein Menü, wo wir gewisse Einstellungen haben. Hallo, so. Und da können wir unter Advanced Setting, also hier gibt es alle möglichen, kannst du das Radgröße einstellen, die Uhr einstellen, irgendwelche Helligkeitssachen, da geht es auch noch weiter. Wenn ich nochmal auf Minus klicke, geht es auf die Seite 2 von diesen ganzen Sachen. Und ja. Gehen wir so Advanced Setting, zack. Da müssen wir unser Passwort eingeben, das ist 1801.
Zack. Und da kommen wir in die Einstellung. Und hier kann man Speed Limit einstellen und man kann den maximalen Strom, also Current Limit, einstellen. Dann gibt es noch verschiedene andere Sachen, wo ich nicht ganz genau weiß, Poles und Motor und sowas, was es damit auf sich hat. So wie Assist, Poles und Poles und Motor, da müsste ich mich nochmal belesen, was es tatsächlich macht. Auf jeden Fall habe ich aber die Geschwindigkeit mal aufs Maximale eingestellt, den Strom auf 61 Ampere, der war vorher auf 40 und die Geschwindigkeit war, glaube ich, auf 100 oder 90 oder irgend sowas. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, ich gebe jetzt einfach mal Gas und wir gucken mal, was er jetzt schafft. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, dreht sich der Motor entsprechend logischerweise. Und ihr seht, das geht ordentlich ab. Okay, das ist schon wahnsinnig. Ihr seht, wie die Finger, das ist ein unwuchtiges. Also das ist wirklich eine totale Geschwindigkeit. Man könnte jetzt spaßhalber mal noch ein bisschen bremsen. Und einfach mal gucken, wie sich das ausdrückt. Aktuell kriegt man genau 400 Watt. Ist aber auch jetzt quasi ohne Last. Ich kann gar nicht zu viel Last dazu übergeben, weil die Akkus nicht viel hergeben und ja. Ich wiederhole nochmal, was ich gerade gesagt habe. Man hat jetzt hier 400 Watt gesehen. Ich weiß nicht, das hat man vermutlich jetzt nicht verstanden, weil das Ding so laut ist. Das ist jetzt die Last, die quasi bei Topspeed fließt, wenn keine, also quasi wenn das Rad in der Luft ist, sage ich mal. Ne? Hier ist natürlich jetzt keine Belastung drauf, kein Widerstand. Ne? Ich denke mal, in realistischen Bedingungen wird es so vielleicht 90 bis 100 schaffen, werden wir dann sehen. Jetzt wollte ich vielleicht nochmal ausprobieren, was passiert, wenn ich eben ein bisschen die Bremse drücke. Dafür muss ich jetzt mal gucken, weil es ein bisschen kurz ist, aber. Also in dem Fall geht dann natürlich die Leistung deutlich hoch. Geschwindigkeit ist jetzt auf ca. 100 runtergegangen, wo ich ein bisschen die Bremse gezogen habe. Ja, das kann eben daran liegen, dass eben hier nicht genug Strom drüber fließen kann, weil das waren jetzt 2000 Watt. Ich schau mal kurz, ob er. Also warm geworden ist bis jetzt nichts. Was an sich ja ganz gut ist. Das Einzige, was warm geworden ist, ist die Bremse. Die jetzt hier gerade ein bisschen geschändet wurde. Ja, so, und das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, schreibt einen Kommentar und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, damit ihr erfahrt, wie es hier weitergeht. Und ja, im nächsten Video werden wir dann einfach mal eine Testfahrt machen, gehe ich davon aus, den Akku halt bauen, weil mit den Akkus, die ich jetzt hier habe, komme ich nicht weit, die kriege ich auch nicht ordentlich montiert hier. Genau. Und ich freue mich darauf. Bis, Moment, ein was gibt es noch? Und zwar, ich zeige euch schon mal den Fortschritt. Das hier wird der Akku. Damit geht es im nächsten Video weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.